Ja, hallo alle miteinander, Modellbaufreunde und CarMotion-Fans. Ihr habt ja schon meinen ersten Teil des Videos von der Entstehung der Modellanlage Steinbruch Trias verfolgt und heute kommt der zweite Teil. Wir wollen uns jetzt heute einmal mit den neuen Sachen beschäftigen, die hier entstanden sind und entstehen werden. Im ersten Video hatte ich euch ja gezeigt, also im ersten Teil der Entstehung der Anlage hatte ich euch ja gezeigt, dass dieser große Styroporklotz ersetzt werden sollte und ich habe jetzt passende MDF-Platten gefunden, um hier einen nahezu realistischen Steinbruch nachzuempfinden. Natürlich ist es ein Problem, beziehungsweise es gibt große und kleine Steinbrüche, Kiesgruben, Kieswerke, Granitsteinbrüche aller Art und es gibt also unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten. Ich habe mich also hier für diese Version entschieden. Ich habe einige Monate recherchiert, da ich also auch nicht mit diesem Thema und mit der Thematik vertraut war. Und jetzt fange ich an, in den nächsten Tagen diesen Steinbruch mit Gips zu überziehen und dann also erhält er den Steinbruchcharakter. Ja, und zukünftig soll dann diese kleine Feldbahn, die ich mir von der Firma Busch gekauft habe, in diesem Steinbruch auch das entsprechende Material für die Baustellen bzw. für die Ausgestaltung des Steinbruchs sorgen. Und sie wird dann also hier entsprechend Steine befördern. Und später wird dann noch eine kleine Drehscheibe implementiert. Ich warte immer noch auf entsprechendes Gleismaterial, um dann hier endgültig auch im Schuppenbereich das Ganze zu gestalten. Die Fahrzeughalle, die sich hier befindet, auch aus dieser Fahrzeughalle wird dann später ein Fahrzeug auf die Straßen geschickt werden und hier im Vorplatz wird das Material gesammelt werden. Bei dem Straßensystem hatte ich mich ja für das Straßensystem von Jerrys Modellwelt entschieden. Ich habe aber unter anderem auch feststellen müssen, dass es also sehr schwer ist, die Straßen passgenau zu schneiden und auch passgenau auf die Fläche zu transferieren. Mit Klebeband wurde empfohlen, das habe ich auch gemacht, aber ich stelle dann immer weiter fest, dass also auch hier sogenannte Spalten entstehen und die Fahrzeuge durchaus das ein oder andere Problem haben, mit dem Schleifer hier rüber zu fahren und an sogenannten Nahtstellen mit dem Schleifer hängen bleiben. Später werde ich das Ganze nochmal neu gestalten und dann mit der Rillenfräse, auf die ich noch warte, von Faller, die Magnetstreifen in der Platte versenken. Ich hatte ja von dem Steinbruch gesprochen. Es gibt kleine und große Steinbrüche. Ja, ich habe allerdings hier auch nur 2,20 Meter für dieses Diorama Platz. Man könnte natürlich noch einen weitaus größeren Steinbruch gestalten, aber der Platz besprengt mich hier und deswegen habe ich hier auch nur einen kleinen Steinbruch nachempfinden können. Es wird auch im oberen Bereich noch ein Steinbrecher aufgestellt werden. Und hier möchte ich in diesem Bereich noch einen kleinen See gestalten und den Mengbagger mit dem Schürfkübel vielleicht einsetzen. Also Ideen habe ich noch genug, um hier mich dann entsprechend aus. Wie ihr ja alle wisst, wird Wiessmann CarMotion System durch eine induktive Ladespule ja, erweitert werden, das System, und soll Ende des Jahres auf den Markt gebracht werden, dann werde ich hier in diesem Bereich diese Spulen einsetzen, ein oder zwei Spulen vermutlich. Die werden dann im verdeckten Bereich des Steinbruchs eingesetzt und weiterhin werden die Fahrzeuge dann hier hinten verdeckt in einem Tunnel hinter dem Steinbruch fahren, sodass ich dann hier auch den Kreisschluss nachher in diesem Bereich habe. Das Ganze soll mit Tannen verdeckt werden. Ich glaube, ich habe da im Augenblick ganz gute Ideen und Vorstellungen. Ich muss natürlich auf Material warten, das ins Ausland geschickt wird. Ich hatte ja euch berichtet, ich wohne im Ausland und deswegen
es ist natürlich sehr schwer, zeitgerecht auch Material zu bekommen und man muss eine gewisse Wartezeit einhalten. Zum Abschluss möchte ich euch noch eine kleine Fahrszene zeigen. Später werden dann auch noch die entsprechenden Weichen und die Abzweigungen sozusagen eingebaut. Ich warte hier in diesem Bereich auch noch, bis Wiesmann sich entschieden hat, entsprechende Abzweigungen zu bauen, sodass ich nicht auf andere Produkte zurückgreifen muss. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich auch bei dem dritten Teil, der in nächster Zeit dann entstehen wird, verfolgen würdet. Ihr könntet auch, wenn es euch gefällt, einen Daumen hoch lassen oder schaltet einfach ein Abonnement und ihr werdet informiert, wenn es neue Videos gibt. Ich bedanke mich. In diesem Sinne, Wiesmann Car Motion ist einfach wunderbar.